Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise wunderschönen guten Tag. Wie man es auch sehen möchte. Willkommen zum Farming Simulator 2015 ab aufs Feld hier auf meinem Kanal. Wir sind hier wieder auf unserer Farm, stehen hier vor dem Haus und switchen mal eben in einen Traktor. So, zum Beispiel in diesen hier. Bringt nicht viel, der muss noch hier stehen bleiben. Der muss auch stehen bleiben. Den brauchen wir allerdings. Und den werde ich jetzt manuell fahren, denn sonst haben wir nämlich nichts zu tun. So, okay. Steuerung habe ich eingestellt, sehr schön, passt wunderbar. Ein bisschen weiter zurück. So, ich werde das jetzt mal manuell versuchen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Normalerweise herrschte bei mir immer der Helfer bei so einer Sache. Aber jetzt versuche ich das mal selber. So und los geht's. Ja, weil sonst wird dieser Folge nicht sehr viel passieren wahrscheinlich. Deswegen das mal kurz durchziehen. Ich habe übrigens in der Zeit zwischen dieser und letzten Folge, habe ich mal eben überlegt, ich bräuchte eigentlich noch eine zweite Schreddermaschine, sag ich schon. Sag mal schnell hier. Verdammt, jetzt wird das Wort entfallen. Schneidemaschine, dankeschön. Ich bräuchte eine zweite Schneidemaschine. Denn es wird ziemlich knifflig. Das rote Schneidemassaker. Hier durch die Walachei zu manövrieren. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ups, das war falsch. So. Schauen wir einfach mal. Ja, man sieht es auch schon, bei mir ist es nicht so gerade wie normalerweise. Das heißt, wie normalerweise, also so wie der Helfer das macht. Der Helfer wird halt für seine Leistung eher schlecht bezahlt, muss ich sagen. Aber gut. Jetzt habe ich natürlich nicht die Zeit gestoppt, macht nichts. So, so und so. Wir haben es jetzt 20. Okay, 19, 16, wann habe ich angefangen? Warte mal. Achso, ne, brauche ich ja gar nicht. Haha. Okay, 37. Ja, okay, alles klar. Gut, ich weiß jetzt schon, wie lange ungefähr die Folge sein. Ja, ne, ist okay. Ich brauche keine Stoppuhr. Passt. Ist nämlich noch ziemlich früh. Wir haben heute bei mir nämlich nicht Mittwoch, sondern Donnerstag. Ich habe total vergessen, eine Folge aufzunehmen. Ah, man wird halt auch nicht jünger. Deswegen hole ich das mal eben fix nach. Und hoffe, dass es dann auch pünktlich für euch dann online ist. Aber ich denke mal schon. So, hopp. Schon wieder falsche Taste. Diese Taste. Ja, ansonsten. Ne? Läuft das so weit? Gut. So.
das war jetzt zu optimistisch. Ein Stück so. Jetzt so. Ja, okay, das passt, glaube ich. Ja, das passt. So, wenn er hier fertig ist, dann bringen wir ihn mal rüber zum zweiten Feld. Beziehungsweise zum dritten Feld. Und fliegen da mal rüber. Richtig. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Da. Okay. Nochmal drehen. Drehen. Oh, Feuer. So, oh, läuft doch ganz, ganz prima eigentlich. Ne? Habe ich schon gefragt, ob sonst so? Habe ich? Keine Ahnung. Also mir geht es jedenfalls ganz gut. Ja. Ich muss gleich noch zur Arbeit. Ja, komm, vor der Arbeit noch mal kurz ein bisschen Let's Play, das passt schon, ne? So flexibel muss man sein. Okay. So. Das Feld wäre fertig. Jetzt kommt das hier. Und das ist hier so ein bisschen schräg angesetzt. Man sieht es auch. Deswegen werde ich hier kurz den Helfer rüberjagen, weil der kann das nämlich definitiv besser als ich. Und bitteschön. Jo, perfekt. Bis zum Rand. Jetzt kommst du. Und hepp. Der wird nicht lange brauchen. Ich denke mal so. Also er wird einmal hier runterfahren, dann wieder zurückfahren. Und dann wird er sagen, nö, ich bin fertig. Aber ich glaube, das letzte Stück da oben, das wird er wahrscheinlich noch freilassen. Gucken wir gleich einfach mal. Ob ich mit meiner Vorahnung recht habe. Naja, gut, okay. Er wird... Ja, das ist die Frage, ne? Nimmt er dieses kleine Stück mit oder sagt er, nö, du, pass auf, nö. Ja, das ist jetzt hier die Frage, ne? Aber ich tendiere mal dazu... Oh, ja, das ist schon ein bisschen breiter, ne? Also ich bin guter Dinge und sag jetzt einfach mal, dass er das macht. Ich glaube ja, doch, er macht's. Er wäre sonst schon stehen geblieben. Nee, nee, der zieht das jetzt noch durch. Guter Mann. Bin stolz auf dich. Cool. Jetzt geht zwar die Hälfte aufs Gras, aber das ist okay. Das ist okay. Kein Problem. Kein Stress. Da hat er jetzt ein Stück ausgelassen. Diese kleine Ratte. Na gut. Dann legen wir mal kurz nach. So. Und perfekt. Danke. Jetzt jagen wir hier noch kurz rüber.
stellen uns hier wieder hin. Gleich. Wenn der nämlich hier durch ist. Huf. Der bremst aber echt scharf ab, du Holler, die Waldfee. So. Okili-dokili. Der wäre schon mal bereit. Die Hälfte des Feldes hat der schon mal da oben fertig. Das ist gut. Wie schaut's hier aus? Ja. Ja. Okay. Stopp. Das will ich jetzt machen wieder. Das will ich jetzt wieder machen. So ist richtiges Deutsch. Meine Güte. So. Und los geht's. Ich kann es fast genauso gut wie der Helfer. Fast genauso. Das war jetzt soweit. Moment. So. Okay. Ah, mal sehen. So richtig schöne Löcher gelassen. Traumhaft. Also so kleine Einkerbungen, könnte man sagen. Was war das denn jetzt? Habe ich gerade eben... Ah, okay. Hab das Gerät versehentlich gewechselt. Auch nicht schlecht. Halt. Jetzt. Dankeschön. Ja, ansonsten habe ich nicht so viel zu erzählen. Das ist das Problem. Also, ja, wie gesagt, ich düse gleich nochmal zur Arbeit. Das heißt, während ich auf Arbeit bin, wobei ich auch noch nebenbei ein Spiel runterlade, muss ich dazu sagen, denn vor... Ich weiß gar nicht, wann war das jetzt? Gestern, also Mittwoch, oder war das? Vorgestern, der Dienstag. Da gab's The Elder Scrolls Online für 33% günstiger. Und weil ich das Spiel unbedingt haben wollte, habe ich mir gedacht, so, okay, pass auf, für den normalen Preis, das war irgendwas in die 56 Euro, bezahlst du es nicht. Nee, das war es mir nicht wert. Und jetzt war das für 33% runtergesetzt. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt schnappst du zu. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, das ist, das lade ich gerade so, also jetzt nicht während der Aufnahme, das mache ich nicht, aber wenn ich hiermit fertig bin und dann das Video bearbeite, lade ich nebenbei noch das Spiel dann runter. Ja, ne? Haben wir es überhaupt? Okay. Also ich habe noch ungefähr, wenn ich das jetzt richtig sehe oder wenn ich das richtig schätze, wobei ich mit dem Schätzen nie so ganz richtig bin, habe ich noch ungefähr 5 Minuten.
In diesen 5 Minuten packen wir das Fältchen ab. Das wird was. Ich hab's voll drauf. Guckt euch das an. Geil. ich habe doch noch was zu erzählen. Und zwar, vergangenes Wochenende war ich in Cuxhaven und war ein schöner Tag. War ein sehr schöner Tag, muss ich dazu sagen. Ich war mit meiner Freundin da und auf dem Weg dahin, beziehungsweise wir sind mit dem Metronom gefahren. Mit dem Metronom sind wir gefahren von Hamburg direkt nach Cuxhaven. Das ist eine direkte Verbindung, ohne Umsteigen, blablabla. Fahrzeit beträgt irgendwas so in die 1 Stunde 45 Minuten circa. Und das ist ja so, zwischen Hamburg und Cuxhaven ist ja jede Menge Land. Ja, jede Menge Plantagen und hast nicht gesehen, Felder. Und da habe ich schon mal so den ein oder anderen Traktor gesehen und auch so Schneidemaschine, Kipper und blabliblob, ne? Und unter anderem auch dicke Bertha. Wir haben die dicke Bertha gesehen und da dachte ich mir so, geil, jetzt habe ich Bock auf Farming Simulator. Ja, das ist immer sehr schön und vor allen Dingen, da merkt man so auch, wie detailgetreu der Farming Simulator eigentlich ist. Das ist absolut bombastisch. Also sobald ich irgendwie an einem Feld vorbeifahre und dort sehe, wie ein Traktor da gerade übers Feld pflügt, denke ich immer so, boah, ja, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ab nach Hause, Farming Simulator. Nein, kleiner Scherz. Nee, Cuxhaven war richtig schön. Also wer so gerne Stranderlebnis haben möchte, aber doch nicht so weit wegfahren möchte und rein zufällig auch in so, ja, Westdeutschland meinetwegen wohnt oder lebt oder wie auch immer. Cuxhaven. Auf jeden Fall Cuxhaven oder halt so einen anderen Ort an der Nordseeküste. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und zetern an Land. Sehr schön. Falls ihr das Lied kennt und ihr wisst, von wem das ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, wie habe ich jetzt N gedrückt? Bin ich bescheuert. Aber gut, Feld ist fertig. Das heißt, den können wir gleich mal im Fix zurückfahren, während wir nochmal kurz auf den hier umspringen, den Helfer einschalten und jetzt hiermit weiterfahren. Komm, komm. Können wir Ruhe umschalten? Das kann. Ups, nehmen wir mal. Das war, glaube ich, F1, ne? Ja, genau, F1. Ich habe gerade auf die Alt-Taste gedrückt. Die Alt-Taste ist eigentlich für den OMSI. Da kann man dann nämlich unten rechts diese Symbole ausschalten oder ausblenden zumindest. Aber das habt ihr ja alles selber nicht gesehen. Das habe ich ja dann im Nachhinein festgestellt. Screenshots haben ja auch nicht geklappt. Naja. Aber gut. Macht nix. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Verdammt. Furchtbar. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal erzählt habe. Ich bin ja ein absoluter Anti-Schlager-Fan. Ja, ich kann Schlager voll nicht ab. Aber ich bin immer einer der Ersten, die dann aufstehen, wenn Schlagermucke läuft. Das ist furchtbar. Weiß ich auch nicht. Also, so zum Beispiel der Klassiker natürlich hier, ein Bett im Kornfeld. Ja? Das war jetzt eine zu früh abgebogen. Moment, hier nochmal querfeld ein. So. Oh. Müssen wir wieder aufladen hier, den Kollegen. Oh, scheiße, warte mal. Nee, Moment.
So ist richtig. Ich hab dich ja noch gar nicht eingefahren. Psa. Sorry. So, wo war ich jetzt geblieben? Hier, Battle Kornfeld. Na, oh, brutal. Brutal. Ich höre die ersten Takte, die ersten Töne und dann denke ich so, was heißt, ich denke nicht, ich fange einfach an zu singen. Und das ist sowas von mega doof. Ja, also ich finde es einfach nur, weiß ich nicht. Ja, ich müsste auch noch den Takt nochmal sauber machen, fällt mir gerade ein, inklusive Schneidewerk. Also, hier. Die Sämaschine, nicht Schneidewerk. Müsste ich auch mal sauber machen. Aber gut, machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Guck mal kurz. Ja, das war klar, dass der schon fertig ist. Prima. Hat er hier wieder ein Stück ausgelassen. Das nehmen wir auch nochmal kurz mit. Yep. So. Perfekt. Jetzt bringen wir den auch mal kurz zurück. Und dann warten wir jetzt einfach bis Feld Nummer 16, also unser allererstes Feld, das größte Feld derzeit, dann fertig ist. Also sprich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, nächsten Sonntag, wenn das Feld erntebereit ist. Denn ich habe nämlich jetzt ansonsten nichts zu tun, außer eben halt zu warten. Und da macht es für mich keinen Sinn, während dieser Wartezeit das auch noch aufzunehmen. Das macht für mich keinen Sinn. Und deswegen, ja, fahre ich den Kollegen hier nochmal kurz zurück. Ich glaube, ich bin schon über 20 Minuten jetzt. Ich weiß es nicht. Inklusive Intro von 30 Sekunden bin ich jetzt über die 20 Minuten. Definitiv. Aber guck mal, wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von dieser Folge zwei kleine Felder zu bearbeiten. Ja, bearbeiten ist auch ganz toll. Ich stecke schon wieder mit dem halben Kopf in der Arbeit. Da muss ich auch einiges bearbeiten. Finde ich das bei kleinen Kindern immer so süß. Wenn die gefragt werden, so, was arbeitet denn dein Papa oder wo arbeitet dein Papa? Und sagen, habe ich mal bei YouTube gesehen, ich weiß nicht, kennt ihr Luke Mockridge? Falls nicht, dann googelt mal nach dem Kollegen. Der ist echt der Junge. Der war bei einer Vorschule, möchte ich mal sagen. Ich glaube doch, das war Vorschule. Oder vielleicht sogar noch Kindergarten, ich habe keine Ahnung. Da hat er so kleine Kinder interviewt, quasi. Und dann hat er mal das eine Mädchen gefragt, wo denn der Papa arbeitet. Und dann sagt das Kind so, der Papa arbeitet bei der Arbeit. Das fand ich schon verniedlich. Oder auch, als er sie gefragt hat, wer ist denn dein größter Held? Dann sagt sie so, mein Papa. Und dann hast du so die Zuschauer im Hintergrund gehört, so, oh, ja. Voll süß. So. Wir sind fertig. Oh, stopp, ein Stück weiter zurück. So. Perfekto. Aussteigen, bitte. Jetzt hier mal so ranstellen, bitte. Geilo, guck mal. Sieht doch geil aus, oder? Fehlt nur jetzt noch ein Traktor. Dann könnte ich den da anhängen und dann wäre das so gut. Das sähe ja sowas von cool aus. Okay. Guck mal davon ab, dass die ziemlich schmutzig sind. Ja, so, hier ist noch nicht viel passiert. Da wird auch jetzt erstmal nicht viel passieren. Und wie gesagt, in der nächsten Folge wird das hier ein bisschen anders aussehen. Bis dahin sage ich Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch dann wieder ein. Nächste Woche Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.